Aserbaidschan wurde wirtschaftlich durch den Einbruch der Ölpreise in 2014 extrem hart getroffen. Ja, wie in vielen anderen Sektoren auch, gab es natürlich auch im Bausektor, im Baustoffsektor einen Einbruch zusammen mit dem Ölpreis. Wir haben durch die Abwertung der Heimatwährung Manat in der Realwirtschaft hier große Belastungen gesehen, die sich auch bei unseren Kunden zeigen. Aber wir sehen jetzt im Jahr 2017 bereits eine kleine Verbesserung und wir erwarten für 2018 und dann speziell 2019 mit der Eröffnung eines weiteren Gasexportkorridors nach Europa, dass wieder mehr investiert wird in Aserbaidschan. Dieser südliche Gaskorridor wird durch die Anbindung des Kaspischen Raumes, insbesondere des Kaspischen Meeres, für Europa eine ganz neue Lieferregion erschließen. Aslında neftin kıymetinin aşağı düşmesi o kadar da pis amil değil. İstenilen halde onsuz da bizim inşaat perspektiflerimiz geri neft sektörü üzere müayen edilir. Aserbaidschan selbst ist selbstverständlich ein Land, was zum größten Teil immer noch an der Energiewirtschaft hängt. Aber es ist eben entscheidend, dass andere Sektoren gestärkt werden. Und ich glaube, hier befinden wir uns auf einem guten Weg. Durch die dynamische und erfolgreiche Reformpolitik des Landes Aserbaidschan konnten weitere neue Potenziale erschlossen werden. Among these measures was the creation of Credit Guarantee Fund, adoption of national strategy on economy, as well as most recently incorporation of Azerbaijan Industry Corporation. Wir sehen auch schon erste Zeichen der Erholung, auch dank eines stabilen Wechselkurses, den wir seit März in diesem Jahr beobachtet haben. Azerbaycan Respublikası ile Almanya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 25. il dönümünü biz qeyd edirik. In den 25 Jahren der diplomatischen Beziehungen haben sich auch die deutsch-aserbaidschanischen Wirtschaftsbeziehungen sehr positiv entwickelt. A testament to these relations, one can mention the visit of Azerbaijani President Mr. Ilham Aliyev to Germany in 2016 to attend the German-Azerbaijani Business Forum, co-organized by AHK. Aserbaidschan modernisiert und diversifiziert seine Wirtschaft aktuell. Die deutsche Wirtschaft kann als Ausstatter von Maschinen und auch für den Ausbau von Infrastruktur gute Angebote liefern. Alman şirketler hakkında düşündüğümde ilk növbədə təbii ki adamın ağlına məşhur Alman keyfiyyəti gəlir. Bu yüzden sadəcə olaraq Alman şirketlerin özlərinin bazarda mövcudluğu çox böyük stimul verir. Azerbaycan-Almanya tip klinikası 1999 ildən fəaliyyətə başlayıb. Bizim dostumuz, partnerimiz Canab Heineke Berlin'ə birgə bu klinika qurulub. 18 ildir Alman mütəxəssislərlə birlikdə biz fəaliyyət göstəririk. I believe that the rich experience of the technology companies of Germany would be positive for potential collaboration with Azerbaijan in the focus industries of transportation, finance and banking, agriculture, medical, energy, manufacturing and others. Azerbaycanın büyük bir potensialı var. Teknoloji inkişaf dövründə Alman mütəxəssislərinin burada masterclass verməsi və Alman standartlarının buraya cəlb olunması çox önəmlidir. Qürurla deyə bilərəm ki, fabrikimiz bir sıra tanınmış Alman fabriklərinin maşınları ilə təchiz olunmuşdur. Die Hauptaggregate und ich sag mal die technisch anspruchsvollsten Aggregate, die wir hier haben, sind aus deutscher Lieferung. Şirkətimiz artıq 12 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda ümumi dünya brendi olan Almanya'nın MAN şirkətini təmsil edir. Aserbaidschan liegt geografisch an einer Nahtstelle und wird sich auch im Rahmen der Seidenstraßeninitiative positionieren und deutsche Wirtschaft kann Aserbaidschan helfen, diesen Weg nach vorne zu beschreiten. Die AHK Aserbaidschan ist noch eine junge Einrichtung. 2017 feiern wir 5 Jahre AHK. Hazırda Ticaret Palatası'nın
İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən olan 125 üzvü vardır. Die Deutsche Auslandshandelskammer in Aserbaidschan arbeitet jetzt hier seit 5 Jahren mit großem und wachsendem Erfolg und sie bemüht sich mit immer neuen Angeboten, ihren Mitgliedern einen echten Mehrwert zu bieten. Wir begrüßen die Aktivitäten wie Versammlungen mit deutschen Firmen gemeinsam, die wir hier im Laufe des Jahres immer wieder sehen, oder auch größere Konferenzen. One should mention the role of AHK and its assistance in establishing German presence in Azerbaijan, while also helping German companies to establish closer ties with their Azerbaijani counterparties. Die AHK ist wie die AHKs weltweit nicht nur Mitgliedseinrichtung, sondern eben auch Dienstleister. Wir beraten die Unternehmen, wir begleiten sie. Almanya Ticaret Palatası'nın fəaliyyətinin mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o xüsusilə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün prioritet olan sahələrdə, o cümlədən ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafı, tranzit potensialının inkişafı və digər istiqamətlər üzrə fəaliyyətini daha aktiv şəkildə həyata keçirir. Kann nur jede Firma auffordern, die im Bereich Anlagenbau, Betonprodukte, Betonbau tätig ist, sich an die AHK zu wenden. I'd like to use this opportunity to congratulate AHK Azerbaijan with its 5th anniversary and wish good luck for the future.